Hallo Dirk, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du bist ja unser Spargelfachmann. Erzähl doch mal ganz kurz über dich ein bisschen. Ja, hallo Landfrau Luise, schön, dich hier auf unserem Spargelhof in Gleisdorf und unseren Spargelfeldern zu begrüßen. Ja, 1974, als Vierjähriger habe ich das erste Mal mit dem Spargel Verbindung aufgenommen. Ich bin mit meinem Großonkel mit dem Pferdewagen Richtung Feld gefahren und seit diesem Moment hat mich der Spargel nicht mehr losgelassen. Oh, das ist eine Ja, schöne also Story, wirklich. Wir stehen ja jetzt gerade mitten auf einem Spargelfeld. Sag mal, Dirk, es gibt welchen mit Folie, ohne Folie? Warum? Weshalb? ohne Folie war früher gang und gäbe. Die Spargelköpfe kommen raus. Wenn man nicht aufpasst, bekommen einen blauen Kopf. Gibt eine kleine Photosynthese. Wenn man Spargel großflächiger anbaut, um die Logistik zu wahren, das Personal muss vernünftig bezahlt werden und. Genau aus diesen ganzen Gründen können wir mit diesen Folien die Temperatur im Spargeldamm regulieren, steuern, indem wir je nach Witterung diese Folien umdrehen. Ja, du siehst, die sind auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz. Ist es sehr, sehr warm wie heute, drehen wir auf weiß. Weiß reflektiert die Sonne. Ist es sehr kalt, drehen wir die Folie auf schwarz und der Spargel bekommt einen warmen Rücken. Ah, okay. Also damit überbrückst du natürlich auch die Eisheilien, ja? Zum Beispiel, ja. Also wir haben Temperaturschwankungen, wir können aber auch das so verbessern, sage ich mal. Normalerweise wächst eine Spargelstange am Tag zwischen 8 und 10 Zentimeter und der wächst unterschiedlich. Und wenn wir keine Folie drauf hätten und es wäre so warm wie heute, dann würden wir da anfangen und da hinten fertig sein und gleich wieder anfangen müssen. So, wir sehen jetzt hier den Spargel und der guckt jetzt wie gesagt raus und behält halt seinen weißen Kopf. Und das ist der Vorteil dieser Folie. Haben wir keine Folie drauf, warten 1, 2 Stunden, bekommt der einen lila-violetten Kopf und dann entsteht halt diese Photosynthese und damit entstehen ein paar Bitterstoffe. Und das ist eigentlich der Unterschied so oder so. Beide Varianten sind möglich, ja? Und es gibt dafür Liebhaber und dafür Liebhaber. Wir haben uns entschieden für diese Variante und einen Geschmacksunterschied kann man wirklich nicht feststellen. Also du könntest jetzt auf dem Teller einen Spargel haben, der nicht in Folie war oder in Folie war, die würden genauso schmecken, wenn sie beide die weißen Köpfe haben. Okay. Ja? Aber Was ich ganz oft gefragt werde, wir haben hier so gerade so schon 2 schöne Exemplare nebeneinander. Dirk, welcher Spargel ist denn jetzt der beste? Der dicke oder der dünne? Meine Antwort ist, wie bei der Partnerwahl, einer mag einen dicken, der andere mag einen dünnen, Hauptsache frisch und regional. Also genau, das sind die super. Punkte. Ja, ein dicker Spargel schmeckt frisch genauso wie ein dünner Spargel. Spargel besteht zu 94% aus Wasser bei ganz kurzen Transportwegen. Ja, vom Feld auf dem Hof unverarbeitet oder zu dir nach Hause in deiner wunderschönen Küche. Leckerer und regionaler geht's nicht. Und da ist wirklich ein Spargel ein Vorzeigeprodukt hier bei uns. Dirk, du hast dafür, also für Spargelstechen, schon so tolles Werkzeug in der Hand. Kannst du mir das mal erklären? Ja, also wir haben hier zum einen das sogenannte Stechmesser, das wird hier vorne angeschärft und dann haben wir die sogenannte Glättkelle. Ganz früher hatte man nur ein Holzbrett, man ist heute ein bisschen moderner geworden und hat diese Maurerkelle genommen. Und dann gibt es eine ganz alte Variante des Spargelstechens, so habe ich es von meiner Großmutter gelernt, indem man die Finger spreizt, weil rechts und links daneben kann immer wieder eine neue Spargelstange kommen. Und dann öffne ich dir diesen Spargeldamm, Warte. leg diese Glättkelle hin, geh an der Stange zart lang runter, stech den Spargel ab, zieh ihn raus und der sollte zwischen 24 und 26 Zentimeter sein, also so lang wie diese Glättkelle. Ja, danach nehmen wir diese Kelle, schließen den Damm und klopfen ihn zweimal an, damit, wenn eine neue Spargelstange rauskommt, wir hier sofort sehen, wo die Erde aufgebrochen ist. Und später dann in der Sortierung wird der Spargel auf DIN-Norm 22 cm gekürzt. Und diese DIN-Norm gibt es seit 1913. Ja, also über 100 Jahre. Spargel muss eine Länge von 22 cm haben.